Um einen Text zu verstehen, muss man wissen, in welchem Umfeld der Autor gelebt hat. Dazu zählen die Zeit, die politische Situation, der Kulturkreis und die Lebensverhältnisse. Literatur wurde oft verwendet, um Stellung zu politischen Themen zu nehmen. So hat zum Beispiel Walter von der Vogelweide seine Reichssprüche als politische Texte geschrieben und Bertolt Brecht verarbeitete sie in Dramen. Dies führte zwanghaft zu Konflikten mit politischen Mächten, da ihre Darstellungsmittel von allen verstanden werden konnten. Im Gegensatz dazu gibt es die affirmative, zustimmende Haltung von Autoren, in denen sie Spannungen übergehen oder sogar verschleiern und im Gegenzug Zusicherungen bekommen. In epischen und dramatischen Gattungsformen kommen oft stehende Figuren vor, die in vielen Werken erscheinen und nur eine oder wenige Eigenschaften besitzen. Zum Beispiel die böse Stiefmutter, der strenge König, die keifende Alte oder der dumme Bauer. Diese Figuren existierten schon in der Antike und haben sich über zwei Jahrtausende erhalten. Meist kommt auch eine lustige Figur hinzu, wie zum Beispiel der Hans Wurst oder der Narr. Wie kann man Figuren charakterisieren? Die einfachste Art ist die Zuteilung eines sprechenden Namens oder eines schmückenden Beiworts. So wird aus Odysseus der listenreiche Odysseus und aus Moses der wasserteilende Moses. Des Weiteren gibt es die flache Charakterisierung, wenn die Figur nur eine oder wenige Eigenschaften besitzt, und die runde Charakterisierung. Diese teilt sich in direkt, die Eigenschaften werden genannt, und in indirekt. Die Zuschauer müssen Eigenschaften aus Verhalten und Sprechen erschließen. Die Figuren stehen in einem Beziehungsfeld. Sie sind darin aufeinander bezogen, keines zufällig oder funktionslos. Figurenkonstellation ist ein Teil der Planung. Häufig werden zwei gegensätzliche Charaktere einander gegenübergestellt. Dies führt oft zu Konflikten, in denen Positionen geklärt werden können.